Berg- und Talfahrt am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte. Der DAX pendelt zwischen Plus und Minus, um nicht zu sagen, das Ganze in einer Handelsspanne von ganzen 160 Punkten. 5.534, das Tagestief, 5.700, eine glatte Marke, das Tageshoch. Wir waren zunächst leicht schwächer in den Handelstag gestartet, hatten aus Asien auch schwache Vorgaben gesehen. Dann allerdings konnte der DAX ansteigen. Es gab die Aussagen des EU-Kommissionspräsidenten José Barroso, der sagte, größere Garantien für griechische Banken wären eine gute Idee. Das hat für etwas Erleichterung gesorgt. Dann gab es aber auch die Anleger, die schlicht und einfach mal Gewinne mitgenommen haben, denn der DAX ist innerhalb von 3 Tagen um rund 500 Punkte angestiegen. Und es gab eben auch schlechte Nachrichten für den Finanzsektor, denn angeblich wird an einem Plan gearbeitet, wonach die Beteiligung des Finanzsektors am angeschlagenen Griechenland doch noch nach oben geschraubt werden soll. Dementsprechend wenig verwunderlich, die Banken heute die größten Verlierer. Die Aktie der Deutschen Bank mit einem Abschlag von rund 5%, die Aktie der Commerzbank sogar über 5% im Minus. Generell muss man sagen, am Nachmittag nur Verlierer, also 30 DAX-Werte allesamt mit rotem Vorzeichen. 5.533, der Stand am späten Nachmittag, also wir sind wieder im Minus angelangt. Ein Minus von 1,8% mittlerweile, und auch in den USA ist die Stimmung mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Vorbörslich war man schön im Plus, jetzt der Dow Jones Index beispielsweise mit einem Abschlag von 0,2%. Auch der Euro hat seine Kursgewinne abgegeben, 1,3594, der stand am Nachmittag. Gold und Silber, auch da geht es leicht nach unten, Gold bei 1640 US-Dollar, Silber knapp unter der Marke von 31 Dollar, auch die Ölpreise heute im Minus. Und die Anleger in Stuttgart, die dürften sich allerdings freuen. Die hatten im Laufe des Tages überwiegend auf rückläufige Notierungen am deutschen Aktienmarkt spekuliert. Der Eurex Sentiment Index hatte überwiegend ein rotes Vorzeichen. Put-Optionsscheine und Knockout-Puts wurden gekauft. Und diese Anleger, die versilbern diese Produkte jetzt zum Teil schon. Sie können sich über Kursgewinne freuen und nehmen diese auch gerne mit.